Genau, wenn ich jetzt, Harry Potter Snabe. Genau, wenn ich jetzt hier komme, kannst du dann die Stühle wegnehmen? Kannst du dann deinen Kakao ein bisschen Milch reintun? Aber der ist voll. Da passt. Guck mal, der klickert auch. So, ja, der Chef klickert. Ich glaube, da passt nichts mehr. Appetit. Wolfgang, morgen. Morgen. Was hast du? Ja, kommt gar nicht. Und wie war der Badetag? Ja, waren wir nicht. Wir waren nicht da. Nee. Deswegen sage ich ja, ich nehme mir nichts vor. Es kommt so, wie es kommt. Ach, ist dann? Und wo waren wir denn gefahren? Wo waren wir denn gestern? Wir waren gestern bei einem Blumenladen. Gartenarbeit quasi. Was hast du jetzt denn gemacht? Hast du auch einen Garten? Nee, weil ich erst so warten hier. Warum denn nicht? Warum? Nee, du darfst nicht meistens Thymian. Also, was hat mit Thymian? Toll, jetzt lief die ganze Zeit. Jetzt geht's los, erst auch ja heute. So, als erstes haben wir. Pedalmontage. Da sind die Pedalen. Hier ist das Montagegerät. Und als zweites haben wir einen Schlauchwechsel für ein Rennrad. Glatte Reifen.
Hinterhand. Fixi. Zack. Los. Schauen wir mal. Die Montagsschlange. Gut. Dann los schaffen, ne? Später. Heute Nachmittag erst. Ja, ja. Zeigen wir euch mal den Erfolg des Gartens. Das freut mich ja total. Komm, wir müssen mal hinten gucken bei den Blumen. Ich will dir was zeigen. Das eine ist richtig schön aufgegangen. Welche? Der Hibiskus. Das eine Blüte richtig schön aufgegangen. Pass auf, du trittst auf den Rasen. Die Blume. Ja, genau. Die ist aber schnell gewachsen. Richtig. Der Rasen muss auch gewässert werden heute. Soll ich das schnell machen? Das kannst du mal machen, aber mit dem... Mit der anderen Düse, ne? Mach mal. Ja, das ist ganz schön weit da. Jetzt kannst du ein bisschen reinlaufen. Da reinlaufen, den Weg lang. Genau, jetzt kannst du. Richtig schön besser. Und die hier ist auch größer geworden. Schön. Das ist es, schon sind die Räder raus und eigentlich ist es ja auch klar. Ich meine, ich gehe jetzt mit den kaputten Rädern raus in die Sonne und werde die draußen ganz machen. Ich will das jetzt nicht hier drin machen, muss ich ja auch nicht. Und nachher baue ich sie wieder ein und ruckzuck. Deswegen seht ihr mich manchmal ja nicht hier vor der Kamera, weil ich einfach nur drin schnell ausbaue, raussehe und das dann draußen mache und wieder reinkomme und dann einbaue. Du weißt, wo die Gosse ist. So da in den Gulli, da wo unser Auto steht. Diese Schlaufe hier entsteht, wenn man platt weiterschiebt oder fährt. Na, dann walkt sich der Schlauch und legt sich doppelt. Oh Mensch, na wie spät ist denn das? Weißt du das? Nö. Ich auch nicht. So. Ich bin glücklich. Die Auswahl eingestellt sind. Mann, ey, schaut euch das mal an. Einfach nur, wenn ich die Biegung der Auswahlenden annehme. Wo das Rad denn steht? Wie sagt denn das so? Was ist denn das für ein Rahmenbau? Was bescheuert das, ey. Das hat mit Rahmenbau ja auch nichts mehr zu tun hier, ey. Okay.
Ja, ist ja flexibel, ist ja Stahl. Kann man sich ja biegen, wie man will. Ja. Sicherheitsrelevant, egal. Platter Reifen, den mache ich jetzt zusammen mit meiner Tochter wieder. Sie möchte unbedingt helfen. Ich baue den aus hier unten und sie baut oben, holt oben den Schlauch aus. Schauen wir mal, ob sie es heute wirklich schon alleine schafft. Das wäre die erste Stufe. Ich bringe meiner Tochter das ja ein bisschen bei und ich würde mich total freuen, wenn sie natürlich dann auch selber wirklich mal einen Schlauch wechseln kann. Schauen wir mal, also Vorderrad ist raus. Hier geht das relativ leicht auch runter alles. Also dürfte sie schaffen. Guck mal hier. Einfach so abziehen. Aber das ist ja Mantel auch kaputt. Hoffentlich habe ich so einen Mantel da. Wenn nicht einen anderen gebrauchten. Ja, genau. Einen anderen gebrauchten. Aber Schlauch. Tour 26, jawohl. Das ist der Schlauch. Hier müssen wir aber einen gebrauchten Mantel bestimmt draufziehen, weil der ist nicht mehr gut. Du kannst ihn gerne mal. Ich überlasse es dir. Du probierst es mal ganz alleine. Es geht relativ leicht runter. Was denn? Den Mantel rausnehmen? Genau, Schlauch rausnehmen. Genau, das alles ausbauen. Das und du guckst mal. Genau, alles runter. Alles weg. Das schaffst du schon. Sieht so eklig aus. Das sieht eklig aus. Willst du deine Handschuhe nicht holen vorher? Papi, den Mantel kriege ich nicht raus. Genau, du nimmst das. Ne, lass das mal so, ist schon okay. Du wartest das Frauchen vom Einkaufen? Ja, ja, genau. Genau. Die Fülle muss ich trinken, denn der ist hoch, aber sonst ist ja die Fülle. Reinfassen und den Schlauch raus. Was ist denn mit der so macht? Was macht der denn? Kannst du mal diesen Handschuh aus? Macht der auch irgendwas? Der macht Lehre, ja? Lehre? Ja, ja. Was denn? Zweiradmechatroniker. Was? Zweiradmechatroniker. Zweiradmechaniker eigentlich. Aber Mechanik ist ja heute nicht mehr. Was denn jetzt? Fahrräder oder Motorräder? Motorräder, gleich. Also Fahrrad ist ja ein Ding, ne? Will er nicht damit. Also das ist, also ich kann das noch nicht einschätzen so richtig. Wie alt ist der denn? Der ist 19, der wird 20. Ich dachte, er ist schon 20. Nee, der wird dieses Jahr 20. Fertig! Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das ist nur Spiel. Ja, of course. Papa, soll das hier in Müll? Wo kommt das rein? Welche Seite? Hier. Richtig. Frühstück.
So, jetzt. Das Ventil. Was wohin? Na, erstmal ein bisschen pumpen, erstmal ein bisschen entspannen. Okay. Hm? Ne? Wieso kriegt man das nicht rein? Das muss man vorher aushängen hier. Jetzt kriegst du es rein. Für zumachen. Okay, halt die Kamera und filme. Fertig. Jetzt brauchen wir noch ein Werkzeug, um es richtig. Darf ich das machen? Deine war diese Richtung. Und festbinden. Kannst du gucken? Ja. Fertig. Jetzt bauen wir mal eine Ablage. Eine wunderschöne Ablage. Cm brauchen wir. 97 cm am Brett. Ja, jetzt 80. Würden Sie angucken? Schaue ich mir an. Okay. Unverbindlich. Ich sehe schon die 1. Fängt es hier an. 97 ist. Genau, erstmal zeigen. Du musst es so anlegen, damit du es ja natürlich auch übertragen kannst. Okay. Aber erstmal will ich so rum. Achso, ich muss ja hier sein. 97. Zeig mir erst. Erst zeigen. Ich weiß, ich suche erst mal. Hier. Da, genau. Da machst du einen kleinen Punkt aufs Holz. Hier? Ja. Ein bisschen zu. Hier. Okay. Und das gleiche machst du auf der anderen Seite, auf der Seite. Legst du es ordentlich an hier. Hast du? Ja. Und dann bei 97 mit kleinen Punkt. Fertig. Jetzt haben wir den und den Punkt. Mhm. Das legst du ab. Und das verbinden wir miteinander. Oh. Damit dann einen Strich hier. Okay. Halt das fest mit der einen Hand. Hier oder ganz von oben? Ganz von oben bis ganz nach unten. Das kommt schon. Genau. Gut. Das sägen wir ab. Das säge ich ab. Ja, oder? Ja, okay, dann wissen wir schon.
Yeah, if you guys want to, you and your mom want to do like the eggs, it doesn't matter. You go to Temple for film. Only for one day. It's only for one day. Pink. Pinkalicious. Pinkalicious. Yeah. Pink ist Pink, doch egal, wie pink ist oder kein Pink. Pinkalicious. Papa, was machst du? Wir müssen hier noch Keile rein drunter machen. 1, 2, 3 Keile. Deswegen. Aus dem Holz bauen. Genau. Da brauche ich jetzt den. Habe ich den Zollstock? Wo ist denn der? Gib mal her. Na, Mizi, du schmeißt es doch gleich wieder runter. Dich kenne ich doch. Ich hole mal das andere Stück. Den Zollstock brauche ich nur. Wie sieht der aus? Na, diese zum Messen. Nicht gefallen. Ne. Den brauche ich gar nicht so lange. Ganz kurz brauche ich. So kurz? Kann ich das dann sägen? Bestimmt nicht. Gut. 4,5. Nicht ausgekratzt. Familie. Was ist aber voll ja, noch? Da ist eine Soße drin. Ohne Zutat. Ich kann noch richtig nicht realisieren, dass wirklich wahr ist. Ja, aber wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Gut. Ja, gut. Alles klar. Dann sehen wir uns. Sehen wir uns. Gut. Schönen Gruß dabei. Gut. Tschüssi. Mama, warte. Ich warte ja. Warte. Danke. Ich krieg das hier nicht zu. Musst du doch auch nicht machen. Ferdinandstraße in Kaulsdorf. Meine Mutter hat irgendwann eine Kriegserklärung ausgesprochen an den Falkstadtplan, den sie im Auto hatte. Ach so, hat das Ding komplett zerlegt in einzelne Seiten. Ach so, weil das ein Faltfalk war. Falk, ja genau, ein Falk. Faltplan, so einer. Das war für meine Mutter leider zu hochtechnisch. Das ist sie nicht. Hat das Ding zerlegt. Jetzt fehlt genau die Beikarte 2. Verstehst du, dann verstehst du drauf. Das sieht man dann mal drauf. Da sind wir. So, ich repariere mal noch schnell den Schlauch hier. Heute Abend. Retour? Ja. Sehr gut. Hallo, wie spät ist das? 10 vor 10, Feierabend. An Bord. Tschüss, bis morgen. Mit der anderen Kamera, weil hier der Akku nicht mehr lädt. Bis dann, ciao.